sieht die Zukunft des Tourismus aus? Wie der Tourismus der Zukunft? Und welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit dabei? Um diese Fragen dreht sich das HGV-Forum 2021, zu dem ich Sie herzlich begrüßen darf. Mein Name ist Evelyn Silva, ich bin Mitarbeiterin der Abteilung People and Culture im HGV und ich freue mich, Sie durch diese Veranstaltung begleiten zu dürfen, die, und darüber freuen wir uns besonders, wieder in Präsenz stattfinden darf. Voraussetzung dafür ist eine verantwortungsbewusste Haltung aller. Der HGV hat die Veranstaltung unter Einhaltung der geltenden Corona-Sicherheitsauflagen organisiert und die Tische und Sitzplätze so angeordnet, dass die Mindestabstände gewahrt bleiben. Der Innenhof H1 hier ist als Freigelände eingestuft. Wie Sie wissen, gilt im Freien die Regel, dass keine Maske getragen werden muss, wenn der zwischenmenschliche Abstand von 1 Meter gewährleistet ist. Wir bitten Sie also, die Mindestabstände zu wahren und die Sitzplätze so zu belassen, wie sie angeordnet wurden. Sobald Sie von Ihrem Platz aufstehen, ersuchen wir Sie, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Nun aber genug meiner Worte. Ich darf nun HGV-Präsident Manfred Binsker für sein Statement zum Thema Zukunft Tourismus auf die Bühne bitten. Schönen guten Nachmittag. Herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung zum HGV-Forum 2021 gefolgt sind. Herzlichen Dank, lieber Präsident der Messe Armin Hilpold, dass wir hier in diesen neuen, ich möchte fast sagen, Gemäuern, überdachten Gemäuern im Innenhof der Messe unsere Versammlung abhalten dürfen. Ich begrüße an dieser Stelle ganz herzlich auch Botschafter Dr. Schäfers, auch Verwaltungsrat der Messe, der dazu beigetragen hat, immer wieder ein bisschen die internationale Sicht auf Bozen zu fokussieren. Fein, werte Damen und Herren, dass wir uns wieder treffen dürfen. Es freut mich natürlich ganz besonders, dass wir eine Reihe von für uns wichtigen Partnern bei unserem Forum willkommen heißen dürfen. Herr Landesrat Arnold Schuller, danke für deine Anwesenheit. Ich begrüße dich recht herzlich. Ich würde vorschlagen, wenn Sie einverstanden sind, wir machen einen tosenden Applaus am Ende der Ehrenliste. Dann sparen wir ein bisschen Zeit und ich werde mich auch bemühen, so schnell wie möglich die Begrüßung zu absolvieren. Natürlich freut es mich ganz besonders, dass die Abgeordneten zum Südtiroler Landtag Jasmin Ladurner, Helmut Tauber, Helmut Renzler und Franz Locher unserer Einladung gefolgt sind. Ich freue mich natürlich, dass meine Kollegen in der Wirtschaft, im Wirtschaftsring, im Wirtschaftsbund, wenn man das so sagen kann, auch dabei sind. Danke, lieber Präsident Honorable Michael Ebner, Präsident der Handelskammer. Ich danke auch dem Obmann des Bauernbundes, Leo Tiefenthaler. Ich bedanke mich bei Hannes Mussack für den LVH. Ich bedanke mich natürlich auch bei IDM-Präsident Hanse Bichler mit Direktor Hinteregger für die Präsenz. Danke natürlich allen, die aus den Reihen der Wirtschaft immer wieder uns Stütze geben und die sich auch für den Tourismus einsetzen, lieber Philipp Moser, Präsident des HDS und natürlich auch Unternehmerverbandspräsident Heiner Oberauch. Danke für die Anwesenheit und Präsenz auf touristischer Ebene unserer direkten Partner, LTS-Präsident Ambros Hofer, dann natürlich sehe ich Esther Mutschlechner vom Verband der Privatzimmervermieter und den neuen Chef der Vereinigung der Campingbetreiber Thomas Rinner. Ganz bedeutend für uns, gerade in schwierigen Zeiten, aber das wissen wir alle als Unternehmer, bestens sind für uns die guten Kontakte, aber auch der respektvolle Umgang, wenn ich das so sagen darf, mit der Südtiroler Bankenwelt. Herr Generaldirektor Dr. Calabra, Dr. Moroder für die Sparkasse, herzlich willkommen. Raiffeisenverband Herbert von Leon,
Dr. Prader von der Praderbank und natürlich auch die Intesa San Paolo, Herrn Casagrande Palladini mit Kollegen. Danke, Daniel Schulzhorn, dass du die Führung übernommen hast in der HGJ. Die HGJ brauchen wir, ist das Zugpferd, die Jugend. Auf die Jugend müssen wir setzen. Daniel Schulzhorn, der neue Obmann der HGJ. Danke, Reinhard Steger, Kircheverband. Und natürlich auch ein herzliches Willkommen, einen besonderen Gruß den Partnern, den Freunden in den gastgewerblichen Schulen, mit denen wir natürlich eng zusammenarbeiten. Ich sehe Hartwig, Gerstgrasser und andere. Wir haben natürlich auch immer die Freude, dass einige der HGV-Sterneträger auch unter uns sind. Ich heiße Sie ganz generell herzlich willkommen, genauso wie unsere Sponsoren. Wir brauchen Sponsoren und ersuche entsprechend auch in der Presse um die entsprechende positive Berichterstattung, wenn ich das so sagen darf. So, das war's in der Begrüßung. Somit nochmals herzlich willkommen alle gemeinsam zum HGV-Forum 2021. Geschätzte Mitglieder des HGV, der HGJ, geschätzte Ehrengäste, wir alle haben in den vergangenen Monaten, kann man wohl sagen, viele Tiefs, aber auch doch einige Höhen mit Lichtblicken erleben dürfen. Die Corona-Pandemie, und das wissen wir alle, hat den Tourismus nicht nur in Südtirol, sondern weltweit zum Erliegen gebracht. Die von den einzelnen Staaten erlassenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben für unseren Sektor, unsere Betriebe, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unsere Lieferanten ganz stark getroffen. Eine Wintersaison, wo die Skilifte nicht in Betrieb gegangen sind, nicht in Bewegung gesetzt worden sind, das hat man sich ja vor Jahren überhaupt noch nicht vorstellen können, wo wir unsere Beherbergungsbetriebe nicht aufsperren durften, wo wir in den Gastronomiebetrieben teilweise nur beschränkt Gäste begrüßen haben dürfen. Das alles haben wir uns vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren eigentlich noch gar nicht vorstellen können. Aber es kam so, leider kam es so. Die Wintersaison, aber auch 2 Frühjahrssaisonen haben wir komplett abgeschrieben, mussten wir abschreiben. Die Folge waren natürlich viele Millionen Umsatzverlust in unseren Betrieben, aber auch bei unseren Lieferanten. Große Unsicherheit, dunkle Zukunftsaussichten bei den Wirtinnen und Wirten, aber auch bei Tausenden von Mitarbeitern, Beschäftigten im Tourismus, welche kein geregeltes Einkommen mehr hatten und sich deshalb nach anderen Verdienstmöglichkeiten umsehen mussten, möchte ich sagen. Geschätzte Mitglieder, werte Damen und Herren, das war eine harte Zeit für unsere Mitglieder, für ihren Verband und für seine Verbandsspitze. Auch wir, ich an vorderster Stelle, wurde von den sozialen Medien teilweise angefeindet, zum Teil auch verleumdet und für Dinge verantwortlich gemacht, welche sicherlich nicht wir als HGV zu verantworten hatten. Die Mehrheit unserer Mitglieder haben jedoch unsere Haltung, unsere Positionierung und unsere Arbeit unterstützt und vor allem geteilt. Das gab uns Mut und Zuversicht. Mir ist es heute ein großes Anliegen, mich bei unseren Mitgliedern, Dienstleistungskunden, Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleiter sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken. Ein großer, besonderer Dank für die Gesamtkoordination gilt unserem Vizedirektor Raphael Mooswalder und natürlich unserem Direktor Thomas Gruber. Nicht zuletzt bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Landesausschusses und den Bezirksobmännern. Sie haben in dieser außerordentlich schwierigen Zeit ihr Bestes im Interesse unserer Mitglieder und unseres Landes gegeben. Speziell erwähnen darf ich unsere Beschäftigten in unseren Betrieben. Sie sind weiter zum Gastgewerbe gestanden.
Der Beweis, werte Damen und Herren, sind die rund 37.000 Beschäftigten im August dieses Jahres. Damit haben wir nahezu die Anzahl der Beschäftigten vom bisherigen Rekordjahr 2019 erreicht. Dem HGV, uns allen, war schnell klar, dass die staatlichen Auflagen zur Eindämmung der Pandemie nur marginal beeinflussbar sein werden. Schließlich wurde der Gesundheitsnotstand ausgerufen, der übrigens immer noch gilt, dem alles andere untergeordnet wird und der übrigens für uns schon erschwerend war. Uns war aber auch klar, dass wir wesentlich von den Corona-Bestimmungen in unseren Herkunftsländern unserer Gäste abhängig waren und sind. Auch diese Bestimmungen konnten wir nicht beeinflussen, auch nicht unser Landeshauptmann. Genauso schnell war uns klar, dass die Politik die Betriebe unterstützen muss. Schließlich mussten wir Lieferanten, Verbindlichkeiten, Kredite und dergleichen mehr bedienen. Staatlicherseits wurden Entschädigungen für die Umsatzverluste zur Verfügung gestellt, allerdings, das wissen wir alle, bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie sie unsere Mitbewerber jenseits der Grenze gewährt wurden. Der HGV hat deshalb teilweise ein bisschen laut, aber klar und deutlich gefordert, dass das Land ein eigenes Corona-Hilfspaket für pandemiegeschädigte Betriebe auflegen muss. Ich darf bestätigen, dass Landesrat Arnold Schuler und Landeshauptmann Arno Kompatscher von Anfang an Verständnis für unsere Forderungen, für unser Anliegen gezeigt haben und ein eigenes Hilfsprogramm aus Verlustbeiträgen und Fixkostenzuschüssen auf die Beine gestellt haben. Geschätzter Landesrat Schuler, stellvertretend für unsere Mitglieder, darf ich dir für dieses Hilfspaket danken. Die Gelder waren und sind eine wirksame Hilfe für unsere Betriebe, speziell auch für die kleinstrukturierten Betriebe. Das wird mir und anderen Funktionären von unseren Mitgliedern immer wieder bestätigt. Gleichzeitig, werte Damen und Herren, war es uns wichtig, dass auch die Gemeinde Immobiliensteuer GIS, die Müllgebühren, die Leihgebühren und andere Abgaben reduziert oder erlassen wurden. Auch hier konnte der HGV im Interesse unserer Mitgliedsbetriebe Erfolge erzielen, etwa bei den Leihgebühren, die nicht fällig waren, oder bei der GIS, die für das Jahr 2020 gänzlich erlassen wurden. Meistens vergessen wir immer die guten Sachen zu schnell, deshalb erlaubt es, wenn ich auch das in diesem Zusammenhang erwähnen darf. Auch für 2021 wird einstweilen, so habe ich verstanden, aufgrund der Diskussionen in den letzten Stunden, letzten Tagen, zumindest die erste Rate erlassen. Das ist die Zusage des Landeshauptmannes und des Landesrates gegenüber dem HGV. Bedanken. Genau an dieser Stelle möchte ich mich in diesem Zusammenhang im Besonderen ausdrücklich bei unserem Freund und Kollegen, dem Landtagsabgeordneten Helmut Dauber. In dieser schwierigen Zeit haben wir gemeinsam, Helmut, tagtäglich erlebt, wie wichtig es ist, dass in den entscheidenden politischen Gremien jemand für unseren Sektor die Stimme erhebt, für unsere Vorschläge kämpft, immer wieder nachhackt und an der Sache dranbleibt. Lieber Helmut, großen Dank für deinen außerordentlichen Einsatz für das Hotel- und Gastgewerbe in unserem Land, für unsere Mitglieder. Danke, Helmut. Die Sommermonate, werte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, die Sommermonate, vor allem jetzt August und September, auch der Oktober, der ja noch im Laufen ist, waren und sind touristisch gesehen wieder recht erfreulich. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Hotel- und Gastgewerbe als Branche weiterhin eine Zukunft hat.
Es hat sich auch gezeigt, dass die Menschen auf Sicherheit setzen und Urlaubsziele in der näheren Umgebung ansteuern. Davon haben wir, hat Südtirol, profitiert. Dementsprechend höher als noch die Zeit vor der Pandemie war daher auch das Verkehrsaufkommen. Mit dem Fortschreiten der Sommersaison wurden dann die Kritiken teilweise immer lauter, fast zu laut. Vielfach wurde einmal mehr der Tourismus als der Hauptverursacher ausgemacht. In den letzten Jahrzehnten hat es in allen Sektoren die Wirtschaftsleistung doch insgesamt zugenommen. Sind wir doch dankbar und froh, dass es eine gesunde Wirtschaftsdestination Südtirol gibt. Während wir gezwungen waren, unsere Tätigkeit einzustellen, hat es in der verdammt schwierigen Zeit der Pandemie Sektoren gegeben, die von Quartal zu Quartal zugelegt haben und dadurch natürlich auch Verkehr generiert haben. Ganz zu schweigen vom sogenannten hausgemachten Verkehr, die, wie wir ja wissen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm zugenommen hat. Wo will ich eigentlich hin? Jeder sollte im Kontext die Verkehrsproblematik zunächst seinen eigenen Beitrag im Sinne der Verkehrsvermeidung leisten und somit vor seiner eigenen Tür kehren, bevor man pauschal einen anderen die Gesamtverantwortung überträgt. Für unseren Sektor gilt nach wie vor, dass wir zunehmend alternative Anreisemöglichkeiten promoten müssen und dies auch tun. Die Pandemie hat uns diesbezüglich leider zurückgeworfen. Aber die Voraussetzungen, gute Voraussetzungen, sind da. Auch mit der IDM, Hanse Bichler an der Spitze, leisten wir hier eine gemeinsame gute Arbeit und die IDM leistet einen starken Beitrag. So wird derzeit auch ein neues Gästekartensystem erarbeitet und die Möglichkeit von Besucherstromlenkungen erprobt. Was mich persönlich an den pauschalen Vorwürfen am Tourismus aber am meisten gestört hat, kaum ein Wort dabei, dass der Tourismus alles, was der Tourismus alles für die wirtschaftliche Entwicklung in den Tälern, in den entlegenen Tälern, in den entlegenen Dörfern, für die Arbeitsplatzsicherung, für den Wohlstand, für die Beschäftigung der Jugendlichen im Sommer und leistet. Der HGV stellt sich gerne einer ausgewogenen, auch kritischen Diskussion. Wir akzeptieren nicht, dass unser Sektor und die darin tätigen Betriebe und Familien als eine Art Klimakiller Nummer 1 und oberster Zerstörer unserer Natur und Landschaft dargestellt werden. Um den Klimawandel einzubremsen, müssen wir, aber auch alle anderen, einen essentiellen Beitrag leisten. Geschätzte Mitglieder, werte Ehrengäste, im Mittelpunkt des diesjährigen HGV-Forums steht die Zukunft unserer Branche. Diese wurde und wird durch die Pandemie enorm auf die Probe gestellt. Dennoch, ich bin felsenfest überzeugt, dass der Tourismus, die Gastronomie nach wie vor eine gute Zukunft haben, weil die Menschen weiterhin Sehnsucht nach anderen Ländern, nach anderen Regionen, deren landschaftlichen Besonderheiten, nach Erlebnissen haben werden. Dem HGV ist jedoch klar, dass wir unsere Zukunft aktiv, vielleicht noch aktiver mitgestalten müssen. Zum Thema Zukunft möchte ich zunächst auf die in einem Monat beginnende Wintersaison blicken. Wir alle sind uns einig, eine zweite tote Wintersaison kann und darf es nicht geben. Deshalb haben wir als HGV bereits im Sommer darauf gepocht, dass die Ministerien, die Landesregierung, auch das Parlament in Rom Klarheit und somit Programmierbarkeit zur Wintersaison schaffen müssen. Wir waren dabei im engen Austausch mit Federalberghi, Confcommercio sowie dem Nationalen Verband der Seilbahnunternehmen,
ANEF begleitet und unterstützt von Senator Dieter Steger auf römischer Ebene sowie mit dem Verband der Seilbahnunternehmer in Südtirol. Dolomites Superski Ortler Ski Arena IDM Südtirol begleitet und unterstützt von den Landesräten Schuler, Alfreider, Wiedmann, aber auch dem Landeshauptmann Kompatscher. Auch die von mir geleitete Allianz der Berggebiete innerhalb der Federalberge, vor allem jenen Regionen, in denen sich Wintersportgebiete befinden, hat erreicht, dass auf Staatsebene unterstützend, natürlich nur unterstützend, dass ein klares Bekenntnis zum Start in die Wintersaison mit gewissen Auflagen gegeben wird. Damit können, müssen wir leben. Freilich, einiges ist noch zu regeln. Für die orange und rote Zone gibt es tatsächlich noch Klärungs- und Regelungsbedarf. Hier sind wir aber gemeinsam mit unseren Parlamentariern und mit unserem Landesrat Arnold Schuler und natürlich den nationalen Dachverbänden dran. Wir haben uns wohl wissend, dass es Einschränkungen geben wird, von Beginn an zum Green Pass bekannt. Mir ist natürlich bewusst, dass es auch in unseren Reihen, leider, dass es auch in unseren Reihen dazu kritische, teilweise sehr kritische Stimmen gibt. Jedoch, werte Damen und Herren, jedoch seien wir uns doch ehrlich. Wichtig für uns alle ist doch, dass wir arbeiten dürfen oder besser gesagt arbeiten müssen, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und natürlich unseren Verpflichtungen nachkommen. Geschätzte Mitglieder, der bekannte Biostatistiker Markus Falk sagte kürzlich in einem Interview, dass es heuer eine ganz lockere Winterwanderung wohl nicht geben wird. Auch deshalb unser Aufruf, wir müssen nach wie vor die notwendigen Kontrollen durchführen, speziell auch in den Innenbereichen unserer Betriebe. Es geht dabei um den Schutz unserer Gäste, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schließlich um unsere Familien. Jede muss seinen Beitrag dazu leisten. Ich danke allen, die bisher ihr Bestes gegeben haben, untersuche weiterhin die Corona-Schutzmaßnahmen nach den Vorgaben des Gesetzgebers zu erfüllen. Ein weiteres Thema, das unmittelbar ansteht und mittelfristig, aber auch langfristig Auswirkungen auf unsere Branche haben wird, ist das Landestourismusentwicklungskonzept. Als HGV haben wir dem Landesrat, der Politik, der Landesregierung signalisiert, dass wir aktiv gerne daran mitarbeiten und unsere Vorschläge konstruktiv einbringen möchten, auch werden. Grundsätzlich sind wir schon einverstanden, dass mit dem Tourismuskonzept auf Landesebene und natürlich dann in der Folge auf Gemeindeebene neue Leitplanken vorgegeben werden. Andere Zeiten erfordern andere Regeln. Qualität kommt vor Quantität. Dem wollen wir auch gerecht werden. Das hat die Pandemie ja einmal mehr gezeigt. Ich möchte aber schon betonen, dass in den letzten Jahren an und für sich mit jeder qualitativen Erweiterung auch die Steigerung der Qualität einhergegangen ist. Heute möchte ich zum weiteren Fortgang und zur Entwicklung des Landestourismuskonzepts nicht ins Detail eingehen, aber ich denke schon, ein paar wesentliche Dinge stehen für uns einfach im Vordergrund. Der Tourismus muss ganzheitlich gesehen werden. Alle gemeinsam, auch die gesamte Gesellschaft soll und muss sich daran beteiligen. Unserer Jugend in unseren Betrieben, denen muss Zukunftsperspektive gegeben werden. Unserer Jugend dürfen wir auch mit baurechtlichen Normen nicht eine Weiterentwicklung verbauen. Erworbene Baurechte, aber das dürfte klar sein, müssen aufrecht bleiben. Sämtliche Beherbergungsarten, die wir Gott sei Dank haben, wir haben ein breites Angebot an Beherbergungsarten von Camping, Urlaub am Bauernhof, Privatzimmervermieter
Pension Garni bis zum Fünf-Sterne-Hotel, sämtliche Beherbergungsarten hin bis zu Airbnb und zum privaten Wohnraum müssen insgesamt doch einer Gesamtentwicklung berücksichtigt werden. Dass der Tourismus wie jede andere wirtschaftliche und soziale Tätigkeit auch Belastungen für die Umwelt, Bevölkerung und Verkehr mit sich bringt, ist ja für alle klar. Dies führt mich nur zur Frage, wie das gelingt, Tourismus und Gastronomie möglichst im Einklang mit den vorhandenen Ressourcen zu gestalten. Somit bin ich beim Hauptthema dieser Fachmesse, der Hotel 2021, nämlich der Nachhaltigkeit. Mit diesem essentiellen Zukunftsthema befasst sich ausdrücklich die nachfolgende Gesprächsrunde hier am Podium, wo ich dann sicherlich noch die Gelegenheit habe, auf Fragen im Speziellen einzugehen. Ein nächstes zentrales Thema ist für mich die Innovation im Hotel- und Gastgewerbe. Ich weiß, gerade in Bars, Restaurants, Pensionen, Beherbergungsbetrieben ist es nicht immer einfach, Innovation abzugrenzen, zu definieren. Was aber in den letzten Jahren enorm zugenommen hat, ist die Digitalisierung in unseren Betrieben. Ich erinnere an das immer effizientere Handling der Anfragen und Buchungen, an die Aufnahme der Bestellungen in den Restaurants, aber auch Cafés, an die Zahlungen mit Kreditkarten und digitalen Essensbons, an die Kassenverwaltungssysteme, an technisch ausgeklügelte Küchengeräte und vieles andere mehr. Für uns als HGV ist klar, dass Südtirol als Urlaubsdestination die Vorteile der Digitalisierung noch effizienter nutzen muss. Konkret meine ich das Projekt auch Marketplace von IDM. Es ist höchste Zeit, eine Plattform zu schaffen, wo der Gast all das digital erwerben kann, was er im Urlaub in Südtirol braucht, beziehungsweise im Urlaub auch kaufen will, von der Unterkunft über den Skipass für die Karte bei der Seilbahn, das Ticket für den Museumsbesuch, die Tischbestellung im Restaurant, auch lieber Obmann des Bauernbundes, seinen Lieblingswein kann er dort bestellen und dergleichen mehr. Zugleich soll er auf der Plattform jegliche Information abrufen können, die er bei seinem Urlaub in Südtirol braucht. Ich spreche mich damit genauso wie eigentlich alle anderen Wirtschaftsverbände klar für die Realisierung dieses Projektes aus. Wir wollen auch in Zukunft gemeinsam mit IDM, mit Handelskammer, mit Landesregierung, aber vor allem aus unternehmerischer Sicht am Projekt weiter mitgestalten, weil es für uns schlussendlich doch eines der wichtigsten Projekte sein wird. Einige Details sind noch zu klären, das wissen wir. Wir werden uns hier auch gemeinsam noch intensiv auseinandersetzen, aber grundsätzlich haben wir ja in den letzten Wochen, in den letzten Tagen diesbezüglich auch ganz konkrete Aussagen getätigt. Zu den wichtigsten Herausforderungen der Zukunft gehört für mich folgende: Wenn es gelingt, auch künftig qualifizierte, engagierte und vor allem begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Gastgewerbe gelingen, dann müssen wir uns auch ganz stark mit den neuen Erkenntnissen, mit den neuen Erfordernissen auseinandersetzen. In jedem Fall, unabhängig von der Pandemie, wollen wir das Thema Mitarbeiterbindung, Stärkung der eigenen Kompetenz als Hoteliers und Gastwirte im Punkt der Mitarbeiterführung und in der Steigerung der Attraktivität des Hotels und Gastgewerbe insgesamt noch mehr unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vordergrund rücken. Der HGV wird seine Mitglieder dabei beraten, aber auch begleiten, entweder im Rahmen von Seminaren, der Weiterbildung oder mit eigenen Beratungspaketen der HGV Unternehmensberatung oder auch mit dem Expertenwissen der HGV Personalberatung. Zudem haben wir als HGV gemeinsam mit den Südtiroler Fachgewerkschaften einen Gesundheitsfonds speziell für Beschäftigte im Tourismus mit dem Namen MySanitur Plus gegründet. Mit diesem Gesundheitsfonds können wir unseren Beschäftigten
nun attraktive Zusatzleistungen in den Betrieben, Gesundheit, aber auch Vorsorge bieten. Natürlich führt dieser Fonds bei unseren Betrieben zu leicht zusätzlichen Kosten. Dennoch, geschätzte Mitglieder, wir müssen und wollen unseren Beschäftigten in Zukunft noch mehr bieten, sie noch mehr einbinden, wenn wir weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten wollen. Wir sollten vor allem bei unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Freude zu ihrem Beruf wecken. Wir müssen sie dabei noch stärker begleiten. Wir sollten ihnen Türen öffnen und Perspektiven bieten. Viele Mitglieder sind diesbezüglich bereits auf gutem Weg und wir werden sie weiterhin dahingehend begleiten. Bald schon werden wir auch im Bereich Welfare den Mitgliedern konkrete Möglichkeiten anbieten. Mit den oben genannten, vorher genannten Maßnahmen werden wir die Herausforderungen, vor der uns die moderne Arbeitswelt stellt, bewältigen können. Und abschließend, sehr verehrte Damen und Herren, werte Anwesende, abschließend, ich bin schon überzeugt, dass wir die Pandemie im Jahr 2022 bald überstanden haben werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass jeder von uns auch weiterhin seinen eigenen Beitrag leistet. In diesem Sinne, werte Damen und Herren, auf eine erfolgreiche Zukunft der Tourismusdestination Südtirol und natürlich auch unserer Betriebe. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Pinsker, für Ihre wie immer sehr klaren Worte und Ihren zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Ich freue mich nun, Ihnen Tourismuslandesrat Arnold Schuler ankündigen zu dürfen. Hören wir nun seine Gedanken zum Thema nachhaltiger Tourismus. Sehr geehrter Präsident Manfred Pinsker, sehr geehrte Ehrengäste, cari ospiti d'onore, meine Damen und Herren. Also der Tourismus ist sicher ein sehr wichtiger Bereich in unserem Land, für unser Land. Wie wichtig dieser Sektor ist, das haben wir ja jetzt gerade in den letzten Monaten und letzten Jahren ganz besonders erfahren und erfahren müssen. Dass wir heute eine der wohlhabendsten Regionen Europas sind, das haben wir doch zu einem guten und wesentlichen Teil auch dem Tourismus zu verdanken. Dass dieser Bereich so erfolgreich geworden ist, hat sicher mehrere Gründe. Einmal sind die Hotelierinnen, Hoteliere, Gastwirtinnen, Gastwirte, unsere Köchinnen und Köche, die entsprechend gearbeitet haben, die entsprechend sich eingesetzt haben, auch die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem auch die Vereine, Organisationen, die sich um diesen Bereich, um diesen Sektor ganz besonders kümmern. Wir haben dann die Bedeutung haben wir jetzt, wie gesagt, ganz besonders erlebt und erleben müssen, jetzt in der Zeit der Pandemie. Wenn wir uns anschauen, wie die Entwicklung vorher war in den Jahrzehnten, in den letzten Jahrzehnten, dann hat es in den Nächtigungszahlen eine kontinuierliche Entwicklung nach oben gegeben. Jedes Jahr ein bisschen mehr, bis wir dann die Rekordzahlen 2019 mit über 33 Millionen Nächtigungen geschrieben haben. Und man hat fast gemeint, wenn man sich diese Entwicklung angeschaut hat, diese Grafik anschaut, als wäre diese Entwicklung Gott gegeben oder ein Naturgesetz. Es hat sehr viel an Zuversicht gegeben und dann dementsprechend natürlich dann auch dieses Schockerlebnis mit der Pandemie. Wir haben aber auch gemerkt in den letzten Jahren, dass Entwicklung, Wachstum auch Grenzen hat und Grenzen haben muss. Und dann eben kam Corona. Von diesem ständigen Wachstum plötzlich im freien Fall. Eine Situation, wie wir sie noch nie erleben mussten und niemand wusste, wie der Aufprall dann sein wird und wie hart dieser Aufprall sein wird. Natürlich entsprechende Sorgen bei den Touristikerinnen und Touristikern selber, aber natürlich auch bei den Banken,
die ja hier auch prominent vertreten sind, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und beim Land selber, weil man nicht gewusst hat, was dann tatsächlich die Folgen sein werden, dann nach dieser Krisenzeit. Dann eben als in diesem Lockdown, dann hat es 2020 dann einen Sommertourismus gegeben, der wider Erwarten dann gut war und dann wiederum sehr viel Zuversicht und dann eine Wintersaison, die total ausgefallen ist. Auch etwas, was vorher unvorstellbar gewesen wäre, dass eine komplette Wintersaison ausfällt. Und dieser Ausfall hat sich dann bis nach dem Frühjahr hingezogen. Und dann haben wir jetzt wieder Monate erlebt und erleben dürfen, muss man in diesem Falle sagen. Also mit Rekordzahlen, August und sicher auch September, Oktober, werden wir Rekordzahlen schreiben oder geschrieben haben, auch im Vergleich mit dem Rekordjahr von 2019 und entsprechend auch wieder Kritik, die wieder immer wieder zu vernehmen war. Und jetzt stehen wir wieder vor einer Wintersaison und ich bin sehr zuversichtlich, dass es eine gute Wintersaison werden wird. Aber es gibt auch ein Restrisiko, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir müssen auch wissen, dass wir jetzt es selber in der Hand haben, wie das weitergehen wird. Wir haben die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wir haben die Möglichkeit, sich zumindest testen zu lassen. Es gibt Regeln, die erstellt worden sind, die es einzuhalten gilt. Und somit wären alle Voraussetzungen da, jetzt auch relativ gelassen die nächsten Monate zu sehen. Aber wie gesagt, dieses Restrisiko, dessen müssen wir uns bewusst sein, um hier nicht wieder selbstverschuldet in diesem Falle dann in etwas hineinzuschlittern, das wir nicht mehr haben wollen und nicht mehr haben dürfen, nämlich massive Einschränkungen auch im Bereich des Tourismus. Die Lehren, die wir aus dieser Zeit jetzt ziehen, oder gezogen haben oder ziehen müssen, einmal, nichts ist selbstverständlich und nichts ist auf Dauer. Das Zweite, dass wir eine starke Krisensicherheit auch brauchen. Wir haben bisher gemeint, also es hat immer wieder Krisen weltweit gegeben, wir sind davon verschont geblieben und eher noch profitiert von den Krisen in anderen Teilen der Welt. Und diesmal waren wir mittendrin. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir auch in Richtung Krisensicherheit arbeiten müssen. Und auch eines haben wir festgestellt und feststellen dürfen, wir sind nach wie vor Sehnsuchtsland. Und wir sind es vielleicht mehr noch, wie wir es vorher waren. Weil wir alle Voraussetzungen haben, die sich die Touristin oder Tourist zurzeit wünscht. Die Landschaft draußen, sich draußen im Freien bewegen zu können, die kleinen Betriebe, die familiengeführten Betriebe, wie wir sie hier haben, Sicherheit, die man hier finden kann. Vor allem auch, das muss man auch hier in diesem Zusammenhang sagen, dass wir auch für Millionen von Menschen mit dem Auto erreichbar sind und das auch dazu beigetragen hat, dass man Südtirol jetzt noch einmal stärker entdeckt hat in den letzten Wochen und in den letzten Monaten. Aber grundsätzlich, wie es der Präsident ja auch schon angesprochen hat, müssen wir uns gerade jetzt die Frage stellen, Südtiroler Tourismus, quo vadis? Und wir sind dabei, eben das Tourismusentwicklungskonzept zu erarbeiten, um eben auch Antworten auf Fragen zu finden, die wir uns jetzt stellen müssen. Wofür wollen wir stehen als Tourismusland Südtirol? Wie viel Tourismus verträgt dieses Land? Die Steuerungsmechanismen, die wir dazu brauchen, das ganze Thema der Mobilität, das Besucherstrommanagement, auch ein sehr wichtiges Thema, das wir in den Griff bekommen müssen. Niemand will hier Urlaub machen, um hier im Stau zu stehen, weder im Stau mit dem Auto und auch nicht in langen Schlangen vor dem Ötzi-Museum. Also hier müssen wir auch die Möglichkeiten heute nutzen, um hier auch Instrumente zu entwickeln, um das Ganze zu entflechten und besser zu steuern. Aber das Thema Nachhaltigkeit wird hier auch eine ganz wesentliche Rolle spielen und spielen müssen. Ein Thema, das nicht nur im Tourismus, aber auch im Tourismus eine wichtige Frage geworden ist. Der Urlaub gehört heute in der westlichen Welt zumindest auch zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Und diesen Grundbedürfnissen müssen wir und wollen wir ja auch
gerecht werden. Ist ja auch eine Chance für uns als Tourismusland natürlich. Aber wir müssen es auch so nachhaltig wie möglich tun. Also der Ressourcenverbrauch, ein wichtiges Thema. Und vor allem auch, dass wir hier Konzepte finden, die auch Antworten geben auf die ganz zentralen Themen dieser Zeit. Und ich glaube, dass wir hier auch gut aufgestellt sind und uns noch besser aufstellen müssen, um hier auch diese neue Herausforderung als Chance zu sehen, um hier uns als Tourismusland noch besser profilieren zu können. Und vor allem auch, dass wir weiterhin das auch als Teil unserer Qualität sehen und auch entsprechend uns in dieser Richtung aufstellen können. Also wir haben ganz spannende Fragen jetzt, die gestellt werden, auf die wir Antworten, wie gesagt, finden müssen. Und das können wir nur gemeinsam tun, in einem Mitarbeit, in einem Miteinander, wo wir dann versuchen, gemeinsam an diesen Ideen zu arbeiten, an einem Zukunftskonzept zu arbeiten, um dieses so erfolgreiche Land, um dieses so erfolgreiche Tourismusland auch in eine gute Zukunft zu führen. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich ganz besonders bei Ihnen allen für das Durchhalten, so muss man es wohl sagen, in den letzten Monaten. Ich bedanke mich vor allem bei dir, Präsident Manfred Pinsker, bei deinem Vorstand auch, beim Ausschuss, für die gute Zusammenarbeit. Es war für uns alle keine einfache, keine leichte Zeit, selbstverständlich, weil die Situation halt entsprechend war. Und gerade in solchen Situationen ist das Miteinander, ist der Zusammenhalt halt ganz besonders gefragt, um eben auch dort, wo möglich, Lösungen zu finden, um eben auch dann das Ganze weiterentwickeln zu können. Wünsche bei dieser Gelegenheit natürlich weiterhin viel Erfolg, einen guten Ausklang der Sommersaison, aber vor allem wünsche ich Ihnen allen eine gute und erfolgreiche Wintersaison und alles Gute. Vielen Dank, Landesrat Schuler, für Ihre Schilderungen aus Sicht der Politik. Ja, Nachhaltigkeit ist das Thema der Hotelfachmesse 2021. Nachhaltigkeit ist aber auch das Thema der Zukunft im Tourismus. Was das konkret heißt, hören Sie in unserem nächsten Vortrag. Die Referentin, die ich Ihnen nun ankündigen darf, hat blaues Blut, aber ein grünes Herz. Prinzessin Xenia zu Hohenlohe-Langenburg berät Hotels weltweit in Sachen Nachhaltigkeit. Inspiration dafür liefern ihr unter anderem auch Prinz Charles oder Greta Thunberg. Sie ist die Gründerin von The Considerate Group, die Hotels rund um den Globus hilft, grüner zu werden. Sie hat für weltweit bekannte Unternehmen wie Mandarin Oriental Hotels, Oberoi Hotels und Aman Resorts gearbeitet und steht an vorderster Front, wenn es darum geht, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken innerhalb der Tourismusbranche durch Beratung, Datenerhebung und Analyse des Ressourcenverbrauchs voranzutreiben. In ihrem Vortrag 50 Shades of Green spricht sie gleich über Nachhaltigkeit im globalen Kontext, über den EU Green Deal, über die Rolle Südtirols und gibt Anstöße und Ideen für die Zukunft. In gewohnt nachhaltiger Manier schalten wir Xenia zu Hohenlohe-Langenburg aus München online zu. Bildschirm frei für Sie. Ich grüße Sie. Hören Sie mich? Jawohl. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Es tut mir natürlich sehr leid, dass ich nicht persönlich anreisen konnte. Es ist mir im Moment einfach nicht möglich, weil so viel los ist bei uns, was auch schön ist. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Menschen Munde und wir haben viel zu tun und das ist schön. Ich freue mich nicht, desto trotz Ihnen einen kleinen Impuls-Vortrag geben zu können und wollte gleich eintauchen, weil natürlich nächste Woche fängt auch die nächste große Klimakonferenz an. Sie sind sich sicher dessen bewusst, COP26 geht nächste Woche in Glasgow los unter der Schirmherrschaft oder der Präsidentenschaft, die Italien zusammen mit Großbritannien übernimmt. Also auch ein großer Moment für Italien als Land, da als Vorreiter und als Impulsgeber viel Einfluss zu nehmen. Was heißt Nachhaltigkeit im Tourismus für uns
oder auch als Hoteliers. Klima ist natürlich ein Teil der Nachhaltigkeit, heute bekannt auch als ESG. Viele werden das vielleicht schon gelesen haben. Das steht für Environmental Social Governance. Er schlägt einen erstmal als Titel, deswegen habe ich das übersetzt in meine 50 Shades of Green, weil es einfach so vielschichtig ist, dieses Thema, und ganz viele Ebenen bedient. Es bedient eben Umweltthemen, es bedient aber auch soziale Themen und es bedient auch die Unternehmensführung. Ich wollte jetzt ganz kurz ein bisschen eintauchen in ein paar Daten, die vielleicht für Sie auch interessant sind. Wir als Branche, als Tourismusbranche, es wird eingeschätzt, dass wir circa 8% der globalen CO2-Emissionen ausstoßen. Das ist nicht nur natürlich Hotels, sondern auch Flug. Ich muss dabei aber auch immer betonen, wir werden so in die böse Ecke geschoben, die verreisen, sind die bösen Klimaverbrecher. Aber der Flugverkehr stößt weniger CO2-Emissionen aus im Moment wie unser digitales Verhalten. Das heißt nicht, dass wir dadurch besser werden als Reisende, aber wir müssen es auch in Relation setzen. Zudem, wenn die Leute sagen, ja, der Tourismus ist so schlecht für die Umwelt. Wir müssen rauskommen aus dieser Ecke, wo es heißt, wir sind eben negativ. Wir haben es vorhin auch schon gehört, wieder Verkehr. Was sind wir als Verbrecher zum Thema Klima? Aber da komme ich nachher nochmal dazu, wenn wir über die Chancen reden. So viel zu den CO2-Emissionen, die uns zugerechnet werden. Aber es gibt natürlich auch andere Emissionen, die wir verursachen, so wie zum Beispiel Lebensmittelmüll. In Europa wird geschätzt, dass wir in der Hotellerie circa 12% der gesamten europäischen Lebensmittelverschwendung verursachen. Das sind 27 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß. Und dann gibt es natürlich aber auch noch die Emissionen der Gebäude. Da können wir natürlich als Hotels irgendwo auch dazu, obwohl das als separate Industrie gesehen wird, wenn die CO2-Emissionen berechnet werden, das sind ungefähr 39%. Also wir haben so ein bisschen überall unseren Teil, den wir beitragen an den Emissionen. Das heißt aber auch, dass wir unseren Teil haben, wo wir Gutes auswirken können. Es geht dann natürlich Klima auch nochmal das Thema Biodiversität. Da komme ich nachher auch nochmal dazu, weil ich glaube, dass Südtirol da eine riesige Chance hat. Momentan ist Biodiversität sehr groß, auch auf der Agenda überall. Es wird geschätzt, dass wir tagtäglich 150 Arten verlieren am Tag. Und wenn wir nicht unsere Klimaziele einhalten, dann könnte das 2,5-mal schlimmer werden. Das heißt, diese 1,5 Grad zu erreichen im Net Carbon Zero, wovon alle reden, ist gerade sehr wichtig, auch für die Biodiversität her. Dann haben wir das soziale Thema. Ich glaube, ganz wichtig, es wurde auch gerade nochmal angesprochen, wir sind große Arbeitsgeber. Wir sind in 1 in 10 Arbeitsplätzen weltweit, gehören im Tourismus. Das heißt, wir schaffen auch viel Wohlstand. Wir bieten kulturellen, interkulturellen Austausch, ganz wichtiges Thema. Und von den jungen Arbeitnehmern, von denen auch gerade das Gespräch war, in einer Umfrage hieß es, dass die nach 1980 Geborenen alle 86% davon in einem Unternehmen arbeiten möchten, das das Thema Nachhaltigkeit lebt und ernst nimmt. Das heißt auch nochmal da, in Hinsicht auf die jungen Mitarbeiter, die wir für unsere Branche jetzt gewinnen müssen und wollen, ist dieses Thema sehr, sehr wichtig. Dann ist natürlich auch noch das Thema Diversität, wenn wir ums Soziale reden. Es geht darum, dass leider immer noch nicht genug Frauen auch in den oberen Management-Ebenen der Hotellerie zu sehen und zu finden sind. Auch da gibt es noch einen weiten Weg. Und das andere soziale Thema, was riesig ist, ist unsere Lieferketten. Wo kaufen wir unsere Produkte? Da ist auch noch das Thema Sklaverei in den Lieferketten etwas, dem wir uns widmen müssen und in das wir reinschauen müssen. Und dann natürlich zuletzt, was ich erwähnt habe, unter den drei Säulen, Governance ist die Unternehmensführung, da können dann Zertifizierungen dazu. Was sind unsere Verpflichtungen, denen wir uns aufsetzen? Was sind die Gesetze auch, die dazu gehören? Also in Hinsicht auf COP26 nächste Woche, bei der sicherlich auch für Italien und für die ganze Welt neue Ziele definiert werden müssen, gibt es viel zu tun. COP21 in Paris hat Italien sich die Ziele gesetzt, bis 2030 33% CO2-Emissionen zu reduzieren. Ich bin mir sicher, dass sie das revidieren müssen und da auch
ambitionierter sein müssen, wie viele Länder das jetzt im Voraus auch getan haben. Es wird sehr darum gehen, dieses Net Zero, von dem alle reden momentan, nächste Woche zu verankern in Glasgow, dass wir bis 2050 eben dieses Net Zero erreichen. Das ist natürlich eine Riesenverpflichtung. Es wird eben auch darum gehen, wie wird das finanziert? Ja, weil wir wissen alle, das geht nicht umsonst. Wir sehen auch gerade die Energiepreise, die ansteigen, weil wir uns auf erneuerbare Energien einlassen. Also das muss gemanagt werden, die Finanzierung müssen geschafft werden und es wird auch in Glasgow nochmal um dieses Schutz der Lebensräume, also Diversität gehen und die Partnerschaften, wie wir das erreichen, diese Ziele. Die EU hat, wie Sie wahrscheinlich auch alle wissen, hierzu schon den EU Green Deal vorgestellt, die EU Taxonomy, wie das auch genannt wird, für die ganzen neuen Steuern. Dazu können 8 Themen, und diese 8 Themen sind wichtig für uns, auch im Tourismus. Nicht alle können wir direkt bearbeiten. Es sind 8 Schlüsselthemen. Es geht einmal die nachhaltige Industrie. Es gibt 2 die nachhaltige Mobilität. Also Sie haben ja auch dieses Thema gerade besprochen, Verkehr. Die saubere Energie, Bauen und Renovieren, Beseitigung der Umweltverschmutzung, Farm to Fork, Biodiversität und Klimaschutz. So, das wirkt jetzt alles erstmal ein bisschen viel und überwältigend wahrscheinlich für uns alle in der Branche. Aber ich möchte zurückkommen auf die Chancen. Die Chancen sind riesig. Die Chancen für uns im Tourismus sind riesig. Warum? Wir sind schon ein internationales Netzwerk. Das heißt, diese internationalen Partnerschaften, die gebraucht werden, um die Klimaziele zu erreichen, können teilweise aufgebaut werden auf Partnerschaften, die wir schon haben als Industrie. Wir sind international, global unterwegs. Viele Hoteliers bewegen sich zwischen Land und Land, wie Botschafter das tun. Das heißt, wir sind gut vernetzt, wir sind gut aufgestellt. Es gibt internationale Verbindungen, die ganz wichtig und stark sind. Wir sind kulturell divers, auch sehr wichtig für dieses Thema. Und natürlich auch Naturparadiese, die wir erhalten müssen, sind Tourismusprodukte. Und es gibt im Moment Berechnungen dazu, wenn der Erhalt dieser Naturparadiese jemandem zugerechnet werden kann, sprich auch an Tourismusunternehmen, gibt es dazu dann auch Finanzierungsmodelle. Da sehe ich eine Riesenchance für ein Land wie Südtirol mit diesen Naturschutzgebieten, die sie schon haben und die noch erstellt werden können. Und ich glaube auch, es gibt viele Businesschancen natürlich für ein Hotel und ein Unternehmen mit einer nachhaltigen Businessstrategie. Dazu gehört eben einfach auch die Finanzierung von einer Immobilie. Es ist größere Chancen, dass man bessere Versicherungen kriegt. Die Rentabilität der Immobilie ist auf jeden Fall gesteigert. Niedrige Risikoprämien, bessere Mitarbeiterloyalität und vor allem auch, wie wir wissen, der Anklang bei den Gästen, die das jetzt momentan suchen. Was erwartet der Gast von heute? 58% der Verbraucher sagen, dass sie jetzt mehr an Nachhaltigkeit denken als vor Corona. 53% der Millennials sagen, sie würden eine Marke sogar vermeiden, wenn diese nicht Nachhaltigkeit mit im Angebot hat. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, diese extra Kosten dem Kunden aufzulegen, sondern es geht um den Verlust der Kunden, wenn wir es gar nicht erst von vornherein machen. Und 70% der Weltreisenden gaben sogar an, dass sie sich eher eine Unterkunft buchen würden, wenn sie wissen, dass diese umweltfreundlich ist und dieses auch kommuniziert. So, jetzt komme ich zu Südtirol und Ihrer Region, die hier ja auch schon eine Vorzeigeregion ist. Deswegen kann ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht so viel erzählen, was Sie eh nicht schon wissen. Denn Südtirol wird immer wieder genannt, wenn man googelt nachhaltigen Tourismus, kommt Südtirol immer oben drauf. Die Hotels, die viel aus Holz gebaut sind, die Familienunternehmen sind, die das einfach leben, weil man als Familienunternehmen sowieso per se nachhaltig sein muss für die nächste Generation. Auch da nochmal die Chance, sich idealerweise noch besser zu positionieren als Vorreiter. Und ich glaube, auch hier zurückzukommen zu dem Thema Naturschutz und Biodiversität, wie ich schon erwähnt habe, das wird gerade berechnet. Es wird Messpunkte geben, wenn man darstellen kann, dass man die Biodiversität schützt in seiner Umgebung. Und ich glaube, da steht Südtirol sehr stark da, dass sie auch als Hotelverbände stark da sind und sagen, hier, wir schützen diese Gegenden, die sind Tourismusattraktionen. Da stecken wir unsere Kräfte rein und dafür wird man dann auch monetär
belohnt werden, weil diese natürlich nicht nur Schutz der Biodiversität, auch CO2-Speicher sind. Das heißt, es geht nicht nur darum zu sagen, ich reduziere meine CO2-Emissionen, sondern wo kann ich auch speichern? Und da können wir nicht immer nur sagen, wir pflanzen Bäume irgendwie im Amazonas, sondern was sind denn die Gebiete bei uns zu Hause, die auch CO2-Speicher sind, ob es jetzt zum Beispiel Moorländer sind oder unsere eigenen Wälder oder eben die Blumenwiesen oder auch gewisse Berglandschaften. Also ganz wichtig zum Thema CO2-Speicher hat der Tourismus einen Zugang, den ganz viele andere Industrien nicht haben. Und da müssen wir stärker dahinter stehen, stärker dafür arbeiten. Und es gibt natürlich auch den Vorteil, dass wir dann eben diese Gegenden als Angebot für den Tourismus weiter haben. Es ist eine gesunde Umwelt, es liefert gesundes Essen für unsere Mitarbeiter und somit sind unsere Mitarbeiter auch gesund. Und ich glaube, Sie als noch die andere Chance, die Sie als Region haben, viele von Ihren Hotels sind Familienunternehmen und können damit auch agiler sich anpassen an die neuen Herausforderungen. Ein große Unternehmen, wie es jetzt mit Namen wie Marriott oder Hilton oder diese riesigen Spieler in der Hotelbranche, die haben alle ihre Klimaziele, aber ich spreche viel mit deren Nachhaltigkeitsaufgeteilten und die sagen alle, wir wissen gar nicht, wie wir es umsetzen können, weil wir überhaupt keinen Einfluss oft auf die Immobilie oder die einzelnen Hotels haben. Also auch da nochmal die Agilität, die Sie in Südtirol mit Ihren Unternehmen haben, auch nochmal ein riesiges Beispiel, eine Chance, die ausgenutzt werden kann, und die meiner Meinung nach für das Land Südtirol ein großer Schatz sind. Und damit werde ich auch schon aufhören. Ich könnte natürlich viel mehr in die Tiefe gehen, will ich aber nicht, denn wir haben auch eine spannende Diskussion noch vor uns auf dem Panel und übergebe weiter zurück in die Halle. Und nochmal danke fürs Zuhören und es tut mir leid, dass ich nicht dabei sein kann. Ja, vielen Dank, Frau zu Hohenlohe, für diesen spannenden Blick über den Tellerrand. Zoomen wir jetzt aber wieder zurück nach Südtirol und schauen wir, wie Nachhaltigkeit bei uns gelebt wird. Darüber sprechen jetzt Frau zu Hohenlohe und weitere Gesprächspartner, die ich jetzt auf die Bühne bitten darf. Das sind einmal HGV-Präsident Manfred Binsker, Landtagsabgeordneter und HGV-Bezirks Obmann Helmut Tauber und last but not least Brigitte Zelger, die Präsidentin der Vitalpina Hotels Südtirol. Moderiert wird die Gesprächsrunde von HGV-Direktor Thomas Gruber. Ja, schönen guten Nachmittag, geschätzte Mitglieder, geschätzte Ehrengäste, werte Damen und Herren. Wir haben es vorhin gehört, die Folgen des Klimawandels sind längst schon bei uns auch in Südtirol angekommen, quasi vor unserer Haustüre. Das nennt man bei uns dann sogenannte extreme Schlechtwetterereignisse und den entsprechenden Schäden. Die Wissenschaft sagt uns, da kommt noch mehr, vor allem wenn man nicht reagiert in der Zukunft. Und das klingt brachial, ist aber so, die Fakten sprechen da für sich. Daher entwirft auch die ganze Welt mittlerweile Konzepte, Ideen, um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken. Es besteht folglich ja, akuter Handlungsbedarf in allen Bereichen, wie es der Präsident schon erwähnt hat, nicht nur im Tourismus. Wenn wir die Basis des Tourismus, nämlich unsere herrliche Natur- und Kulturlandschaft, weiterhin sichern möchten, dann sollten wir uns wohl schon folgende Frage stellen. Welchen konkreten Beitrag können wir selbst im Kontext noch stärker leisten? Wie gelingt es also, rentables und zugleich ressourcenschonendes Wirtschaften im Südtiroler Tourismus weiterhin zu entwickeln? Welche Herausforderungen und Chancen liegen darin? Und dazu möchten wir nun weitere Einschätzungen von unseren Gesprächspartnerinnen einholen. 4 Fragen an 4 Persönlichkeiten und 4 Antworten. Helmut Tauber, die erste Frage an dich. Du bist Gastwirt und Hotelier mit deinen Betrieben, schon seit einiger Zeit auch nachhaltig orientiert, bist aber zugleich auch Landtagsabgeordneter. Und in diesem Kontext möchte ich dich fragen, welche Rahmenbedingungen kann die Politik noch gestärkt setzen,
um die Betriebe auf diesem Weg der Nachhaltigkeit noch konkreter zu unterstützen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Nachmittag. Danke für die Einladung und lieber Präsident, auch danke für deine persönlichen Worte. Ja, ich denke, Anreizmechanismen gibt es bereits in der Politik gar einige. Nehmen wir den Ecobonus her, die 110%, der ja im Moment in aller Munde ist. In Südtirol ganz speziell sicher auch der Kubaturbonus, mit dem Südtirol ja schon einige Jahre im Bereich Nachhaltigkeit seinen Beitrag leistet. Kubaturerweiterung durch spezifische Maßnahmen in der Energieeffizienz. Ich denke, das war ein richtiger Weg und sollte auch in Zukunft ein richtiger Weg sein. Die Nachhaltigkeit, klarerweise, wird in allen Ebenen diskutiert und ich denke, auf politischer Ebene denkt man sehr stark jetzt im Bereich Nachhaltigkeit mit irgendwelchen gesetzlichen Maßnahmen, Anreizförderungen und weiterer Dinge mehr an. Ich denke, hier wird die Politik in der nächsten Zeit doch einige Schritte setzen. Das bereits definierte Konzept des Klimaplans Südtirols hat ja die Landesregierung, der Landeshauptmann und seine ganze Mann- und Frauschaft bereits vorgestellt. Hier gilt es nun jetzt alle gemeinsam auch wirklich Schritte zu setzen und jeder Einzelne seinen Beitrag zu leisten. Spezifische Maßnahmen werden sicherlich dann noch kommen. Ein großes Thema, weil ich die Banken hier sehe, ist sicherlich auch in der ganzen Bankenwelt das Thema dieses nachhaltigen Wirtschaftens. Also ich kann mir vorstellen, dass künftig auch solche Maßnahmen von den Banken stärker bewertet werden und besondere Kredite, bessere Konditionen oder gar ganz besondere eigene Kredite aufgestellt werden. Die Thematik Veranstaltungen ist ein großes Thema, das gerade auch unser Landesrat immer wieder bringt. Ich denke, Großveranstaltungen sind auch vielfach eine Riesenherausforderung mit der ganzen Mobilität, die Erreichbarkeit, die Belastung des Territoriums und vieles, vieles mehr. Die Olympiade ist vor der Tür, die Winterolympiade 2026. Ich denke, hier sehen wir ja ganz klar, dass mit dieser Veranstaltung klare Vorgaben getätigt werden. Es müssen Zertifikate eingehalten werden, Klimanachweise bzw. Maßnahmen, die Verbesserungen bringen, beispielsweise die Riggertalschleife und viele Dinge mehr. Ich denke, hier werden wiederum bereits Maßnahmen auch schon umgesetzt. Die Betriebe, die in diesen Territorien dann wirtschaften, müssen auch einzeln bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit sie künftig dann auch die Athleten oder die olympische Familie unterbringen können. An diesen Dingen wird bereits gearbeitet. Ich denke, nochmals zurück an unser Land, also gesetzliche Maßnahmen gebunden mit Anreizstiftung ist ein Thema der Stunde. Persönlich kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir morgen beispielsweise bei der IRAP oder bei der GIS eben mit Nachweisen, mit Zertifikaten von nachhaltigen künftigen Entwicklungen, die einzelnen Betriebe Folge leisten, dass wir hier dann Erleichterungen einführen und spezifische Reduktionen auch machen können. Das Thema, und das haben wir ja auch vorher von der Referentin gehört, die ganze Thematik CO2-Steuer, die in ganz Europa im Moment in Diskussion ist, ist sicherlich ein weiteres Thema, das uns auch hier in Südtirol beschäftigen wird. Ich natürlich als politischer Vertreter bin mehr für eben Anreizstiftung wie eben Zuckerbrot statt Peitsche. Also ich denke, hier sollten wir gemeinsam bestmöglichst Lösungen angehen. Abschließend vielleicht als Gastwirt auch persönlich, und das ist mir ein großes Anliegen und ich denke, an dem arbeiten wir in Südtirol ja im Moment alle gemeinsam, möchte ich speziell die Touristiker aufrufen, alle Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, Tourismus hat eine große Verantwortung und das ganze Thema Nachhaltigkeit
müssen wir alle ernst nehmen, müssen selbst einen Beitrag leisten. Wir sind ein tolles Land, Reinhold Mesner, denke ich, sagt es immer wieder, wir sind einer der schönsten Flecken der Erde. Wir haben die Aufgabe, hier natürlich auch Verantwortung zu übernehmen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass natürlich durch diesen ganzen Klimawandel Herausforderungen auf uns zukommen, Permafrost, Unwetter und so weiter. Umso mehr sollten wir als Touristiker unseren Beitrag leisten, mithelfen, wie gesagt, selber in Maßnahmen, in der ganzen strukturellen Entwicklung, in den Kreislaufthematiken, Zusammenarbeit, Landwirtschaft, Tourismus, regionale Einkäufe und viele, viele Dinge mehr. Also ich denke, es liegt auch in unserer Hand, hier Schritte zu setzen. Wir haben schon sehr viele tolle Beispiele und gemeinsam sollten wir diesen Weg weiterverfolgen. Dankeschön. Vielen Dank, Helmut Dauer, für diese deine ersten Einschätzungen. Nun geht es Richtung Praxis. Ich darf nun Brigitte Zelger fragen. Gemeinsam mit deiner Schwester und deinem Schwager habt ihr ja euer Hotel bereits vor einigen Jahren nachhaltig ausgerichtet. Nun würde mich interessieren, was sind für dich persönlich die entscheidendsten Faktoren, um zum einen verantwortungsvoll, aber auch zugleich betriebswirtschaftlich rentabel diesen Weg beschreiten zu können? Und dann als Präsidentin der Hotelgruppe Vitalpina, wie kam es dazu, dass eine ganze Hotelgruppe, die Vitalpina Hotels Südtirol, sich entschieden haben, zum sogenannten Klimaneutralitätsbündnis beizutreten? Was waren die Herausforderungen dabei? Bitte schön. Jawohl, einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ja, Nachhaltigkeit ist für mich persönlich eine Herzenseinstellung, ein Lebensgefühl. Und ich glaube, das muss bei uns allen von innen kommen. Es ist ein Weg, den wir beschreiten und den wir einfach in kleinen Schritten mit kleinen Maßnahmen mit kleinen Ideen und kreativen, tollen Projekten in den Betrieben umsetzen können. Wenn man an einem Platz, wie wir, ja, geboren wird, inmitten der Natur und dann auch dort aufwachsen darf, glaube ich, wird einem dieses Thema Natur und Nachhaltigkeit ganz einfach mit in die Wiege gelegt. Und mit diesem Thema haben wir uns eigentlich seit jeher im Betrieb befasst. Also bei allen unseren Entscheidungen ist immer das Thema Natur und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Und wir sehen es als unsere Aufgabe, ökologische, soziale und ökonomische Ziele im Betrieb zu vereinen. Was bedeutet das? Also natürlich haben wir uns schon lange auf den Weg gemacht und versucht, in verschiedenen Bereichen zum Thema Ökologie und Ressourcenmanagement den Weg zu beschreiten, dort möchte ich jetzt nur ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel das ganze Thema rund um Energieeinsparung, Müllmanagement, Plastikvermeidung, natürlich das ganze Thema regionale Produkte, lokale Partnerschaften, alles rund um dieses Thema Regionalität. Dann, was uns auch sehr beschäftigt, ist das Thema, ja, Lebensmittel, achtsamer Umgang mit den Lebensmitteln und die Verschwendung der Lebensmittel und beispielhaft auch eine naturnahe Architektur, eine nachhaltige Architektur. Das jetzt zum Thema alles, was Ökologie betrifft. Ein zweiter wichtiger Punkt, den wir auch als sehr, sehr wichtig in unserem Betrieb sehen, ist es der soziale Aspekt, also von dem auch schon die Referentin gesprochen hat. Es ist uns sehr, sehr wichtig, der Umgang mit den Menschen, die Mitarbeiter, die unser größtes Potenzial sind, und die unsere Philosophie nach außen tragen und überhaupt erst erlebbar machen können, die müssen sich wohlfühlen. Und aus diesem Grund haben wir in unserem Betrieb mehrere Maßnahmen in dieser Richtung auch schon unternommen. Wir haben das Audit Familie und Beruf zum Beispiel durchgemacht, sind im ersten Jahr und werden es auch weiterführen, haben dort verschiedenste Maßnahmen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern entwickelt, damit sie sich auch wohlfühlen. Es gibt verschiedene Arbeitsmodelle, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Teilzeit, 5 Tage Woche, 5,5 Tage Woche, alles verschiedene Möglichkeiten, die angedacht wurden. Natürlich auch Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung, weil es ist uns einfach wichtig, dass die Menschen, die mit uns arbeiten, sich auch wohlfühlen, wenn sie bei uns sind.
Und nicht zuletzt natürlich das Thema Nachhaltigkeit auch den Gästen zu vermitteln. Wir bemühen uns, für unsere Gäste nachhaltige Urlaubserlebnisse zu schaffen. Was bedeutet das? Nachhaltige Urlaubserlebnisse sind eigentlich ganz einfache Berührungen, ganz einfache Erfahrungen, Urlaubserfahrungen, die die Gäste mit nach Hause nehmen und die dann auch lange nachwirken können. Und zur Frage, ob das Ganze auch rentabel ist, ja, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Aber ja, Nachhaltigkeit, muss man sagen, ist mittlerweile angekommen in der Gesellschaft. Die Gäste schauen sehr wohl darauf, was in den Betrieben, die sie sich aussuchen, gemacht wird, wie die geführt werden. Und es gibt auch bereits viele Studien, die eigentlich beweisen, dass Gäste sich sehr wohl die Urlaubsziele und die Hotels nach dem Thema der Nachhaltigkeit auch aussuchen. Also es gibt ganz viele Gäste, denen das sehr wichtig ist. Und wenn man eine entsprechend hohe Qualität in den Produkten, eine Ehrlichkeit in der Durchführung dieser Philosophie und gelebte Werte im Betrieb hat, dann wird das auch von den Gästen durch einen höheren Preis bezahlt. Und deswegen dürfen wir auch ein bisschen Mut zum Preis haben. Zweite Frage, nochmal wiederholen bitte. Wie kam es zum Beitritt der Vitalpina-Gruppe zum sogenannten Klimaneutralitätsbündnis 2025? Jawohl. Die Vitalpina-Hotels haben eigentlich das Thema Nachhaltigkeit seit der Gründung im Jahre 2006 schon immer gelebt. Die einzelnen Betriebe haben sich eigentlich immer um das Thema Natur und Nachhaltigkeit gekümmert und in den Betrieben als Gastgeber in kleinen Schritten umgesetzt. Wir haben im Jahr 2014 eine Eco-Zertifizierung mit allen Betrieben, Eco-Label-Zertifizierung mit allen Betrieben gemacht. Das war ein sehr aufwendiger Prozess, der nicht sehr einfach war. Wir haben es geschafft und im Nachhinein kann man sagen, dass es die Betriebe, jeden einzelnen Betrieb von uns sehr viel weitergebracht hat auf diesen Weg der Nachhaltigkeit. Mit 01.01.2021 sind wir dann gemeinsam, alle 32 Vitalpina Hotels, dem Klimaneutralitätsbündnis beigetreten und haben uns verpflichtet, einmal den CO2-Ausstoß zu messen, zu schauen, was wir produzieren, zu reduzieren durch verschiedene Maßnahmen im Betrieb und zu kompensieren. Was bedeutet das? Also wir haben uns einfach auch gemeinsam dafür entschieden, dass wir in 3 Jahren in allen Vitalpina Hotels klimaneutral sein möchten. Natürlich ist eine solche Entscheidung für eine ganze Gruppe nicht immer ganz einfach. Es gibt immer Betriebe mit mehr Elan, es gibt Betriebe, die schneller sind und einige, die auch ein bisschen länger brauchen, aber das ist auch gut so. Wir möchten auch jedem seinen Rhythmus lassen und es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Auch hier, also wir haben ja nicht nur diesen Beitritt zum Klimaneutralitätsbündnis als eine einzige Maßnahme gemacht, sondern haben jetzt in den letzten 6 Monaten gemeinsam mit dem Terra-Institut und unterstützt auch vom HGV eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet mit ganz vielen lokalen, regionalen Projekten und Ideen, die wir dann in den Betrieben mit den Betrieben umsetzen werden, um dieses Thema noch spürbarer zu machen. Und Aufgabe in den Vitalpina Hotels ist es einfach, dass wir dieses unser Lebensgefühl einfach noch mehr Menschen weitergeben und dies auch erlebbar machen. Vielen herzlichen Dank für diese Schilderungen aus der betrieblichen Praxis. Ich möchte nun zurückkommen auf Xenia zu Hohenlohe, auch weil sie uns mitgeteilt hat, dass sie um 17.30 Uhr dann die nächsten Meetings hat. Zunächst vielen herzlichen Dank für die tollen Impulse in Ihrem Eingangsreferat. Ich darf hier nochmals einhaken, und zwar mit der Frage, welche sind aus Ihrer Erfahrung die gewichtigsten Argumente für ein Hotel, für einen Gastbetrieb, um sich dem Thema zu widmen? Ist es die gefühlte Verantwortung für Kinder und Kindeskinder, für den Planeten insgesamt, oder ist es eher wohl die Aussicht auf Energieeinsparung,
bzw. Kosteneinsparung im Bereich Energie oder ist es die erwiesene und steigende Nachfrage der Gäste nach nachhaltigem Urlaub oder eine Mischung des Ganzen? Bitte schön. Ich würde sagen, eine Mischung aus dem Ganzen. Das ist vielleicht nicht die Antwort, die Sie hören wollen, aber ich glaube auch, meine Vorgängerin hat das gerade sehr schön gesagt, es ist eine Überzeugung, die man lebt, weil man es intern von dieser Überzeugung einfach getrieben wird. Es ist auf jeden Fall ein Kostenpunkt. Also man kann, wenn man gut und effizient ein Hotel führt und gerade, ich komme zurück auf die Energiepreise im Moment, müssen wir überall Einsparungen machen und die helfen uns bei den CO2-Emissionen natürlich auch nochmal. Also da kann man sicher Kosten einsparen, aber Kosten einsparen alleine sollte es nicht sein, denn es muss gelebt werden. Und das haben wir auch gerade sehr schön gehört an dem Beispiel von Vitalpina Hotels. Es wird dann auf allen Ebenen gelebt. Und wenn man das mal anstößt, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das haben Sie ja auch gerade gesagt, das ist eine Reise. Das ist nicht etwas, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt. Und Sie haben damals diese gewissen Zertifizierungen durchgemacht. Es war ein anstrengender Aufwand. Und der hat aber dann nochmal zu weiteren Sachen geführt. Also wie gesagt, die Nachhaltigkeit ist wahnsinnig vielschichtig und ein Projekt führt einen meistens zum nächsten und man kann auch draus wirklich, man muss schauen, wo kann ich gut mir neue Projekte überlegen, die auch Geld einbringen. Also auch wieder Guest Experiences, diese Ausflüge, die man anbietet in die Natur oder eben auch Ausflüge zu lokalen Produzenten oder lokalen Handwerkschaften. Orten. Das sind ja auch alles Guest Experience, für die man auch wieder Geld einnehmen kann oder Partnerschaften, die einem dann auch wieder rückspielen und positive wirtschaftliche Ergebnisse geben. Also man muss es wirklich ganzheitlich sehen. Vielleicht sind einige Investitionen von vornherein verlangt, aber es gibt immer ein Return of Invest und man muss vielleicht auch das ein bisschen langatmiger angehen, als zu sagen, es muss in 3 Jahren geschehen sein. Aber wie gesagt, bei Familienunternehmen ist es sowieso immer langatmiger und es gibt, auch zurückzukommen vorher, was erwähnt wurde, die Finanzierungen, es gibt jetzt sehr viele gute Green Investment Schemes, es sind die Banken, die daran interessiert sind und wir sehen gerade enorm, ganz enorm, den Wind aus der Finanzwelt kommen. Also die ganzen Asset-Fonds, die große Hotels vielleicht jetzt nicht in Südtirol besitzen, aber nichtsdestotrotz, die ihren große Rolle spielen in der Hotelbranche. Alle reden drüber, über wie können wir ESG-konform werden, wie können wir die Klimaziele erreichen, etc. Also gerade, was die Investitionen angeht und wenn man sich Partner finanzielle raussuchen will für solche Sachen, ist das extrem wichtig. Also ich glaube, alle 3 Ebenen, die Sie erwähnt haben, sind wichtig und sollten dazu ein Bewegungsgrund sein, weil der Gast, der sucht's. Und anscheinend, ich habe auch noch mal ein bisschen nachrecherchiert heute, Sie haben recht viele deutsche Gäste auch, glaube ich, in Ihrer Region. Und anscheinend laut den italienischen Medien heißt es, dass die Deutschen es auch mehr suchen. Hier zu Hause machen sie es dann vielleicht nicht so sehr. Aber auf jeden Fall sucht der Gast es immer mehr und es wird für Sie ein absoluter Verkaufsrenner werden. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß, Sie müssen aufs nächste Meeting. Vielen herzlichen Dank nochmals für Ihre wertvollen Impulse und das nächste Mal hoffentlich sehen wir uns dann live in Südtirol. Alles Gute. Das hoffe ich auch. Ich würde gerne kommen. Danke Ihnen. Alles Gute. Schön. Die letzte Frage an unseren Präsidenten Manfred Pinsker. Der HGV befasst sich ja auch schon seit geraumer Zeit mit diesem Thema Nachhaltigkeit, versucht dabei, seine Mitglieder zu sensibilisieren und beratend zu begleiten. Welche Initiativen und Maßnahmen hat der HGV bis dato in die Tat umgesetzt und welche Pläne gibt es für die Zukunft? Bitte schön, Präsident. Ja, hoppla. Prinzipiell natürlich haben wir jetzt verstanden, Nachhaltigkeit, Landesrat kann man nicht verordnen, sondern Nachhaltigkeit muss gelebt, muss gefühlt, muss vor allem in den Betrieben auch entsprechend gehandelt werden. Wir haben es verstanden, Brigitte, aber bei dir wissen wir es, aber du als Präsidentin von Vitalpina Hotels Gruppe, wenn du das vorlebst, dann werden deine Mitglieder dir, vielleicht nicht alle im gleichen Moment, aber sukzessive folgen. Genauso wie der Helmut das aus politischer Sicht auch dargestellt hat. Wir
Um auf die Frage des Herrn Direktors einzugehen, wir als Verband waren, sind uns dieser Verantwortung ja seit längerem bewusst. Wir sind seit 6 Jahren, 7 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, aber mindestens 6 Jahren Mitglied beim Klimaneutralitätsbündnis 2025 und somit haben wir auch bestimmte Auflagen, die wir zu respektieren haben, weil wenn wir diese Auflagen nicht erfüllen mit dem CO2-Fußabdruck, dann leisten wir entsprechende Ausgleichszahlungen in Entwicklungsgebieten. Wir sollen natürlich auch als Verband, der ja dann beraten soll, der soll ja dann, darf ich schon einmal sagen, ein bisschen auch Vorbildfunktion einnehmen und ernst genommen werden. Nicht? Wir versuchen, aber das wissen unsere Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, die da sitzen und Mitarbeiter, wir versuchen im Betrieb schon entsprechend uns zu organisieren, nicht? Abgesehen, dass wir auf Energieeffizienz Wert legen, dass wir auch größtenteils versuchen, sogar mit Wasserstoff durch die Gegend zu düsen, dass wir versuchen, Plastik zu vermeiden, dass wir die ganzen Dinge, die die Brigitte Zeiger ja schon gesagt hat, auch im eigenen Betrieb entsprechend dann auch vorgeben müssen. Aber wenn ich den Herbert hinten oder Sieg in der Runde als Coach und als Mentor oder Südtiroler Gasthäuser, auch in den Südtiroler Gasthäuser, Herbert, leben wir diese Regionalität, Kreislaufwirtschaft, Bodenbeständigkeit, das sind Dinge, die ja auch bei uns im Verband betreut werden, aber natürlich müssen sie in den 30 in etwa Gasthäusern auch entsprechend dann gelebt werden. Ich glaube, dass es für uns auch keine große Herausforderung mehr ist, aber unsere Veranstaltungen als Green Event Veranstaltungen zu positionieren. Und das sind Signale, die werden halt wahrgenommen und die für manch einen fast schon ein bisschen zu viel, wenn wir nicht mehr aufhören, von Nachhaltigkeit zu reden. Aber das ist die Herausforderung, der werden wir uns stellen müssen und der werden wir uns dann stellen. Und deshalb ist auch klar, dass wir im Verband intern in der nächsten Zeit umgerüstet zu sein, um entsprechend auch unsere Mitglieder, unsere Mitgliedsbetriebe, unsere Familien, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter professionell, zeitgerecht und effizient zu begleiten, aufzuklären, aber in diese Thematik mitzunehmen. Wir werden einige, ich glaube es waren 7 oder 8 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wir speziell zu diesem Bereich entsprechend auch ausbilden lassen, ausbilden werden, auch auf nationaler, internationaler Ebene. Ich sehe ganz versteckt auch Theresa Heidt neben dem Generaldirektor der Handelskammer, auch Viet Alpin ist hier tagtäglich dran. Viet Alpin als grenzüberschreitende Plattform, wo wir ja nicht nur versuchen, den Tourismus ins richtige Licht zu rücken, aber auch die große Aufgabe haben, die Sensibilität verbunden mit entsprechender Nachhaltigkeit schlussendlich auch dann überzubringen in die Gemeinschaft. Also hier sind große Aufgaben, denen wir stellen müssen, wir im Verband, um es nicht allzu lang zu machen nicht, und sie nicht zu strapazieren, wir im Verband, seit 6 Jahren sind wir dabei, wir werden dabei bleiben und wir werden natürlich auch unser Bestes tun, dass unsere Mitgliedsbetriebe diesen Auftrag ernst nehmen und entsprechend dann auch in den jeweiligen Betrieben leben werden. Vielen Dank, Herr Präsident Manfred Pinsker. Die Zeit ist leider fortgeschritten. Es gäbe noch viele Themen in diesem Kontext zu diskutieren. Ich darf an dieser Stelle allen Referentinnen und Referenten herzlich danken für eure Einschätzungen und Impulse. Und uns allen wünsche ich, dass wir diese Impulse und Erkenntnisse mitnehmen, idealerweise vielleicht schon morgen in der täglichen Praxis in Richtung Nachhaltigkeit umsetzen können. Besten Dank und weiterhin viel Vergnügen bei unserer Veranstaltung. Ja, vielen Dank. Damit sind wir beim letzten Programmpunkt unserer Veranstaltung angekommen, die Verleihung des HGV-Sterns für besondere Verdienste um den Tourismus. Auf der HGV-Landesversammlung im Jahr 2000 wurde der erste HGV-Stern vergeben.
Ziel dieser Auszeichnung war und ist es, Persönlichkeiten und Institutionen, die Positives für den Tourismus und das Hotel- und Gastgewerbe geleistet haben oder leisten, öffentlich Anerkennung zu zollen und Danke zu sagen. Für seine Lebensleistung und seinen Einsatz für die Destination Südtirol geht der HGV-Stern 2021 an Bergsteigerlegende Reinhold Messner. Da sich Herr Messner just heute im Rahmen seiner Tournee in Luzern aufhält, haben wir ihm den HGV-Preis, den Stern, bereits vor einigen Tagen auf Schloss Sigmundskron übergeben. Wir haben die Verleihung per Video für Sie festgehalten, in dem Reinhold Messner auch einige Gedanken zum Thema nachhaltiger Tourismus mit uns teilt. Film ab. Ja, es freut mich ganz besonders, dass ich heute stellvertretend für die Tourismuswirtschaft des Landes, aber auch Gastronomie, an wohl der bedeutendsten Persönlichkeit unseres Landes, an Reinhold Messner, den HGV-Stern überreichen darf. Der HGV-Landesausschuss hat diesen Beschluss einstimmig gefasst und wir zeichnen damit eine Persönlichkeit aus, die für uns seit Jahrzehnten als Botschafter in der ganzen Welt fungiert und unsere Tourismusdestination Südtirol, unsere Eigenständigkeit, unsere Bodenständigkeit und alles, was mit einer zukunftsträchtigen Tourismusausrichtung zu tun hat, auszeichnen dürfen. Deshalb eine große Freude für uns, dass wir diesen Preis, den HGV-Stern, an Reinhold Messner heute überreichen haben dürfen. Der HGV-Stern gibt mir die Gelegenheit, noch einmal und ein bisschen dezidierter auf die Situation Tourismus in Südtirol einzugehen. Nummer eins, wir dürfen stolz sein. Wir sind in den Alpen eine der schönsten Destinationen. Nicht nur, weil wir die schönsten Berge haben, die Dolomiten und die Ortlergruppe und die Ötztaler, sondern auch, weil wir es verstanden haben, den ländlichen Raum zu pflegen. Der geschlossene Hof gibt uns die Möglichkeit, juridisch so zu handeln, dass die Berghänge so bleiben, wie sie die Menschen im Laufe von 8000 Jahren besiedelt haben. Natürlich sind die Häuser heute vielfach neu. Ich habe es noch erlebt nach dem Krieg, wie ärmlich die Bauernhöfe waren. Und durch eine vernünftige Landwirtschaftspolitik, vor allem durch Landeshauptmann Dornwalder, ist es gelungen, diesen ländlichen Raum von der Ausstrahlung her sauber zu halten. Es muss uns auch weiterhin bewusst bleiben, dass die Kulturlandschaft, die eben so von 2200 Meter abwärts geht, mindestens so wichtig ist wie die Berge darüber. Und nur in der Summe ergeben die beiden Landschaften verzahnt diese großartige Ferienregion, die wir anbieten. Oben auf die großen Berge hinauf müssen nicht alle steigen. Wir sollten auch da oben keine Infrastrukturen bauen. Das sollten wir belassen. Aber bis dorthin, wo die Menschen schon seit Ötzis Zeiten steigen, um zu leben, um Weideflächen zu nutzen, um Holz herunterzuholen, dort sollten wir weiter touristische Infrastrukturen machen dürfen, vor allem in jenen Tälern, die bisher zu kurz gekommen sind. Es gibt Hotspots, wo wir aufpassen müssen, dass es nicht zu viel wird oder da und dort schon zu viel geworden ist. Aber es ist nicht so, dass Südtirol überbaut ist mit touristischen Infrastrukturen und dass Südtirol unter dem sogenannten Massentourismus leidet. Das ist nicht wahr. Wir haben keinen Massentourismus von einem Dutzend Hotspots abgesehen und die haben die Influencer und auch unsere Fremdenverkehrswerbung vielleicht zu Hotspots gemacht und da kann man gegensteuern. Wir müssen ja erzieherisch eingreifen bei unseren Gästen, die aus aller Welt herkommen und sie ihnen beibringen, dass sie selber dafür verantwortlich sind, dass die Stille, die Ruhe, die Erhabenheit in den Bergen bleiben. Aber wenn alle mit dem Auto und mit dem Motorrad unentwegt über diese Dolomitenpässe rasen müssen, dann verlieren wir einen wesentlichen Wert unserer Bergbahn.
Welt. Alle kommen sie, um die Ruhe nach der Stadt, nach der lauten, aggressiven Stadt zu erfahren, die Entschleunigung zu erleben. Und dann gehen sie mit hinein in diesen Lärm, in diesen Autohaufen, der dann auch noch die ganze Landschaft verstellt. Und beklagen sich, dass es nicht so ist, wie sie es erträumt haben. Sie sind da oben, sehen die Berge aus dem Autofenster. Sie sehen im Grunde nur Postkartenberge. Wir sollten weiterhin alles tun, dass auch die Bauern vom Fremdenverkehr partizipieren können. Das Gesetz Ferien auf dem Bauernhof ist gut. Und Gäste, die das einmal gemacht haben und die Kinder dabei hatten, die werden wiederkommen, bis sie die Kinder außer Haus haben, und dann werden sie die 4-Sterne-, 5-Sterne-Häuser besuchen können. Und die Kinder werden dann mit ihren Kindern wiederkommen. Das ist die beste Nachhaltigkeit, die wir im Tourismus haben können. Nachhaltigkeit heißt in diesem Fall allerdings auch, dass wir Infrastrukturen, die da sind, weiter nutzen. Es darf kein Fremdenverkehrsort irgendwo sein, wo man beim Eingang ins Dorf gleich ein paar zerfallende Häuser sieht. Die müssen wieder saniert werden, die müssen nicht recycelt werden, abgecycelt werden, auf das man sie nutzen kann. Denn ein marodes Haus zeigt von einem maroden Wirtschaftsgebaren. Also das sollten wir in Zukunft vermeiden. Und noch etwas ganz Wichtiges, was ich in der letzten Zeit gemerkt habe, dass es fehlt, das ist das Erzählen der eigenen Ferienheimat. Also Ferienheimat für die anderen, die zu uns kommen. Für uns ist es Heimat. Wir müssen, die wir hier geboren sind, die wir hier gelebt haben, die wir noch leben, den Gästen erzählen, was dieses Land bedeutet. Wir haben eine so dramatische, aber gleichzeitig auch aufregende Geschichte seit Ende des Ersten Weltkrieges. Die ist es wert, erzählt zu werden. Und nur wenn wir den Gästen erzählen, wie diese Geschichte war, wie wir uns entwickelt haben, wie wir zu einem Selbstverständnis als Südtiroler gekommen sind, als Europäer, Südtiroler. Wir sind keine Deutschen, keine Österreicher und keine Italiener, sondern wir sind Südtiroler. Nicht eine eigene Rasse, bei Gott nicht, sondern eben mit einem fest verwurzelten Gefühl in diesem Land. Und das will der Gast hören. Der Gast will mehr haben, nur als ein schönes Zimmer, ein Glas Wein am Abend, Blick vom Balkon auf die Berge und eine Wanderung. Und dieses Meer können nur die Einheimischen erzählen. Deswegen braucht es in unseren Hotels immer mindestens in der Bedienung ein, zwei Einheimische, die das tun. Und wenn sie nicht mehr bereit sind, diese Arbeit zu machen, muss ich der Hotelier fragen, wo liegt der Fehler? Wir müssen den Gästen Bedienungen anbieten, die mit Begeisterung im Hause sind, die mit Freude im Hause sind. Und das sind sie nur, wenn sie Jahresjobs kriegen, diese prekären Angestelltenverhältnisse, 3 Monate, 2 Monate, das muss langsam aufhören. Wir dürfen gerne auch Arbeitskräfte aus dem Ausland holen, aber nicht ausschließlich. Und die Sozialverträge müssen neu überlegt werden. Das heißt, wenn ich 10 Monate im Hotel arbeite und 2 Monate frei habe, dann muss ich halt auch an Spitzentagen einmal bis Mitternacht aushelfen, weil ich ja die Ferien dafür schon genommen habe. Und wenn wir uns da auf Sozialverträge einigen, damit die Angestellten, die Bedienungen, auch die Zimmermädchen, wer auch immer, sich leichter in diesem Beruf wohlfühlen, dann werden wir sehr viel erreicht haben, auch im Verhältnis Gastgeber zu unseren Gästen. Unsere Touristen sind keine Touristen im üblichen Sinne, sondern sie sind Gäste. Wir müssen ihnen alles bieten, und da sind wir Südtiroler in der Summe sehr, sehr gut. Das erfahre ich von allen Gästen, die ich in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland treffe, dass sie alle zufrieden sind mit der Behandlung, mit der Wärme der Aufnahme, mit dem Erzählen. Und ich hoffe, dass ich die Hoteliers und Gastwirte, zu denen ich nur indirekt gehöre, einiges von dem, was ich sage, zu Herzen nehmen oder mindestens darüber diskutieren, auf das wir es zukunftsträchtig machen können, was wir am Tourismus in Südtirol haben. Dankeschön. Bevor ich das Wort wieder an Frau Evelyn Silva übergeben darf, welche ich übrigens ganz besonders danke für die sympathische
Moderation dieses Spätnachmittags. Danke, werte Frau Silber. Glaube ich schon sagen zu können, dass es für uns auch eine Anerkennung ist, auch für uns eine Anerkennung, dass wir dem Reinhold haben dürfen, den HGV-Stern überreichen als Botschafter in der ganzen Welt. Wir haben auch vernommen, in seinen ersten Worten hat er gesagt, wir sollten doch stolz sein. Er hat gesagt, stolz, sagen nicht die, wir sollten stolz sein, aber wir sollten aufrecht und wir sollten natürlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein insgesamt doch mehr haben. Und auch diese Messe, lieber Präsident Armin Hilpold, tragt dazu bei, dass wir doch wieder ein bisschen Aufbruchstimmung verspüren im Sektor mit unseren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, mit unseren Lieferanten, mit unseren Partnern. Eine Aufbruchstimmung, die wir brauchen nach schwierigen Jahren, nach schwierigen Monaten, die wir durchlebt haben. In diesem Sinne, danke nochmals Ihnen allen, dass Sie heute unter beschränkten Bedingungen, wir haben immer noch Auflagen zu respektieren, unserer Einladung gefolgt sind. Bleiben Sie alle auch im besonderen Partner, Ehrengäste, Freunde im Verband, dem Verband, aber dem gesamten Sektor, darf man schon sagen, treu in dem Sinne, halten wir zusammen und wir werden gemeinsam gestärkt und vielleicht mit anderen Überlegungen, aber absolut stärker herauskommen und unsere Urlaubsdestination mit Freude nach vorne bringen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, auch für das Lob, das hören Mitarbeiter und Ihnen immer gerne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Veranstaltung angelangt, die wir übrigens, wie der Präsident vorher gesagt hat, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit als Green Event umgesetzt haben. Erlauben Sie mir noch ein paar organisatorische Hinweise. Wie Sie sehen, hat der kulinarische Abschluss schon gestartet, zubereitet von Manuel Ebner und seinem Team vom Restaurant 1524 im Ansitz Runkhof in Eppan, der auch das diesjährige Messerestaurant führt. Sie dürfen sich jetzt also bedienen und verwöhnen lassen. Die passende Musik dazu liefert gleich die Band Triolet. Um 18.30 Uhr endet das HGV-Forum 2021 offiziell. Dann gehört die Bühne wieder der Messe Bozen für die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises. Sie sind herzlich eingeladen, an den Tischen sitzen zu bleiben und der Verleihung beizuwohnen. Ein großes Danke geht nun noch an unsere Partner, an die Spezialbierbrauerei Forst, die Kaffeerösterei Schreieck, an Senona Hotelbedarf, an Südtirol Wein, die Firma Hollu und an die Messe Bozen für das Zurverfügungstellen des größten Wohnzimmers Südtirols. Und damit, sehr verehrte Damen und Herren, wünsche ich Ihnen noch gute Unterhaltung und einen schönen Abend.